Heute What's Poppin', willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist, ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Wir sind an der Tankstelle irgendwo in der Nähe von Leipzig. Und heute gibt es wieder ein Meeting auf den Straßen von Deutschland. Ich will gar nicht so viel vorquatschen. Und Leute, ich war jetzt die letzten paar Tage wieder unterwegs. Ich war in Stuttgart, ich war in Berlin, ich war wieder Mucke produzieren. Und es kommen kranke Songs, Leute, bereitet euch darauf vor. Es wird absolut wild. Ich weiß nicht, ihr könnt ja unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, mal sowas zu sehen. Eigentlich habe ich auch gedacht, vielleicht vlogge ich das auch mal. Ist eigentlich, also jetzt die Woche war sehr nice. Sonst passiert eigentlich immer nicht so viel, wenn ich schon bei Leuten bin. Aber das war jetzt alles noch ein bisschen New Stuff. Aber dazu später mehr. Leute, und bevor das Video weitergeht, sage ich euch nochmal, ich bin DJ, Artist und Producer. Hier seht ihr ein paar Szenen aus meinem Normal DJ Life in den letzten paar Jahren. Checkt doch gerne mal unten die Links in der Videobeschreibung aus. Dort gibt es meine ganzen Songs auf Spotify, meine Musikvideos und meine DJ Mixtapes auf Soundcloud. Zieht euch das gerne rein. Ansonsten Leute, jetzt geht's weiter mit dem Video. Bleibt eiskalt auf den Straßen von Deutschland. Leute, wir sind angekommen, hier sind ein paar Autos, ich zeige euch gleich, wie immer, ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Wir sind irgendwo in so einem, was ist das, Brikettfabrik war das mal? Ja. Der liebe Herr hat mir ein paar Schuhe gemacht. Ja. Hier, Leute, könnt ihr auschecken, weil ich gleich mal ein bisschen Werbung Leipzig Sneakers. Und wer into ist, weiß ganz genau, was das ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Er hat hier mal meine Air Force Customized. Ich zeige euch das später nochmal. Ich denke, ich werde dann noch ein paar Bilder mit shooten und so. Aber sehr nice. Und wenn ihr Customized Sneaker wollt, dann meldet euch gerne bei ihm und checkt das aus. Die werde ich jetzt erstmal einpacken. Und dann, die Kartons hast du auch selber gemacht, ne? Ich sprühe die alle, ja. Deinen konnte ich leider nicht verwenden, weil du den ja mir zugeschickt hast. Und der war voll komplett abgekackt, ja. Aber da habe ich immer ein paar Reserve da. Ich mag das machst du bei jedem oder was? Ja, bei jedem, ja. Und das ist ja, aber machst du ja, nochmal extra Arbeit. Das ist das Erste, was du siehst beim Schuh, ne? Ja, okay, stimmt. Wenn dann schon, auch noch nichts aussieht, sind die Leute natürlich auch anders voreingenommen, was das Ganze angeht. Ich pack das erstmal kurz ein. Und dann geht es los. Erstmal alle Leute begrüßen, würde ich sagen. Das hatte wohl mal einen Heckschaden, aber das driftet wahrscheinlich auch so, wie es aussieht. Das ist gut. Gucken wir uns das mal an. Ah ja, Driftcamp. Nice. Das Auto wird wenigstens mal benutzt. Finde ich gut. Eclipse D30. Kennt man auch. Natürlich sind wir wie immer ein wenig spät gekommen und es ist auch echt kalt in Deutschland geworden jetzt mittlerweile. Es sind auch nicht mehr so super viele Autos drin. Willst du Motor aufhaben? Ja, mach mal auf. Hast du bei Paul gekauft oder was? Bei Memo. Sein Kollege. Irgendwie habe ich gehört, die haben sich so ein bisschen gebieft oder so. Ich weiß nicht. Die haben sich getrennt, ja. Importfirma, da ist ein Kollege von mir oder uns damals, der kam aus dem Umkreis von Magdeburg, ist da halt nach Japan gegangen und hat sich da mit selbstständig gemacht. Aber das ist auch eine gute Idee. Ich habe nämlich mal überlegt, falls wieder ein bisschen Geld da ist, dann mache ich einfach mal eine kleine Reise. Vielleicht fährt man einfach mal so irgendwie eine Woche nach Japan, dann gehe ich mal zu Paul rüber und dann kann er uns mal ein bisschen was zeigen. Das wäre natürlich mega krass. Hatte ich auch sowieso mal überlegt, nach L.A. und da die ganze Street-Action aufzunehmen, um das mal zu sehen. Aber das ist natürlich alles immer etwas kostspielig und der YouTube-Kanal gibt es momentan noch nicht her. Sonst hätte ich das schon lange mal gemacht, aber dazu später mehr. Wie ist auch dein Name? Genau, Sebastian. Sebastian. Das ist Sebastian und Sebastian gehört dieses Kfz. Und dieses Kfz ist eine S15. Nissan kennt man wahrscheinlich. Was ist das für ein Motor? Das ist ein SR20 GT. Also SR20, 2 ja. Liter, Turbo. Okay. Achso, mit anderen Motoren? Die S50, okay. Die gab es nur als Sauger und als Turbo. Okay, das war also 2 Liter, 6. 2 Liter, 14 Liter. 14 Liter. Turbo, genau.
Davon gab es das Spec S und das Spec R. Das Spec S, kann man sich gut merken, ist die Sauger. Ja. Und das Spec R ist die mit Turbo gewesen. Ah, okay. Und das ist das Spec R. Die Leistung haben die auch 280 oder? Der Originalserie, also Sauger 200 und die Turbo haben 250. Ja. Aber trotzdem schon Karten. Also, du musst überlegen, ne? Das ist halt so ein Ding. Japan 2000. Die gab es von 99 bis 2012. Ja, also so 2000. Ende 1900, Anfang 2000er, 250 PS aus einem Vierzylinder mit Turbo. Das hat damals noch keiner gemacht. Hinten was rechts passiert das? Hinten rechts. Das war mein erstes Drift-Event. Wo war das? Beim Drift-Event Budinski. Achso. Das ist im Herbst. 921. Hey, war das jetzt erst? Das war jetzt erst, aber der Aufkleber, den ich zuerst hatte, war vorne in der Scheibe, da ist nicht mehr dran. Okay. Das war 2000. Das war 20, ja. Achso. Ist das da passiert? Genau. Achso. Da hast du die Strecke. Ja. Und die Strecke auch hin, da wo die umsetzt, das Auto. Ja. Haben so solche Baustellenschilder gestellt. Diese großen, blasse Baustellenschilder. Ach, ich habe diese Barken da oder was? Nee, diese richtigen Zäune, diese großen Zäune. Okay. Und da habe ich mich gedreht und bin rückwärts gerollt. Ja. 50, 60. Und dann kam halt der Zaun im Weg. Ja. Und hat mich genau hier hinten rechts in die Ecke. Achso. Ich habe irgendwo noch Bilder auf dem Handy. Die ganze Ecke hier war bestimmt 10 cm reingedrückt. Oh, Scheiße. Ja. Das ist die beschissenste Ecke, die man treffen kann. Genau hier, da drin. Das Blech innen drin ist noch immer umgeknickt. Scheiße, ja. Das war eine Scheißarbeit, das wurde halbwegs rausgeprügelt. Aber ist noch das Original jetzt hier? Oder? Das ist noch Original. Achso, hast du alles rausgezogen? Gerettet, die kriegt halbwegs. Jetzt im Winter schleife ich es nochmal komplett an, mach das nochmal komplett gerade und dann was lackiert. Ja. Weil aber dann möchte ich das ans Auto lackieren. Was für eine Farbe? Weiß ich tatsächlich nicht. Das war so eine spontane Aktion. So abends mit Bierchen, welche Farben gibt's? Okay. Genau. Na gut, aber nice. Finde ich auch gut, dass die Autos mal bewegt werden. Wo ich das Auto zugelegt habe, habe ich nur gesagt, du musst da mal driften. Ja. Weil ohne Driften geht das einfach nicht. Das ist der Lifestyle. Und jetzt bin ich halt komplett verfallen, jetzt ist mein drittes Event gefahren. Ja. Ohne Schaden. Wie gesagt, komm einfach vorbei. Ich habe auch schon mal gesagt, Leute, falls ihr noch nicht wisst, ich mache am 19.11. einen Track Day. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schreibt mir gerne bei Instagram eine DM. Drop mal deinen Namen. Sebastian. Unterstrich S15 Spec R. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, mir stellen auch super viele Leute immer Fragen unter die Videos, aber ich kann die mal nicht beantworten, weil ich bin das Auto und ich bin nicht der Besitzer. Deswegen schreibt den Leuten gerne mal, falls ihr noch irgendwas wissen wollt. Ansonsten genau. Danke erstmal. Kein Problem. Das hat doch geklappt. Und Leute, er hat sich auch nicht getraut, aber ich habe dann gesagt, komm ich mal einfach die Kamera an und dann funktioniert das. Das geilste Wasser geschmissen. Ja. Siehst du, hat doch funktioniert. Hat funktioniert. Siehst du, safe. Okay Leute, wir gucken uns weiter um, ob noch irgendwas passiert. Da vorne ist nämlich noch eine Dame. Die fährt einen GT86, wir quatschen die jetzt mal voll. Wir hatten nämlich noch nie so Frauen irgendwie, die irgendwie so Autos fahren und irgendwas dazu sagen. Wie heißt du? Sophie. Hallo Sophie. Hi, hi. Das ist dein Kfz? Das ist mein Kfz, ja. GT86. Genau. Jetzt erstmal die Frage, wie bist du dazu gekommen, weil es ja nicht so frauentypisch mäßig so, dass man so Stuff macht. Das stimmt. Ich habe wirklich lange nach einem Auto für mich gesucht, um genau zu sagen, 2 Jahre. Hast du, ist das jetzt dein erster Wagen? Nee. Okay. Also ich habe, glaube ich, ist jetzt mein 6. Ich habe jetzt aber insgesamt meinen 8. mir vor 2 Wochen gekauft. Okay. Ja, ich wollte was Japanisches haben. Ja. Ja, ein bisschen was nicht jeder fährt, was auch ein deutscher Markt ist. Aber wobei du jetzt auch wieder sagen musst, GT86 ist jetzt schon wieder so ein... Es fahren aber ich muss sagen, es ist nicht so was wie ein GT. Das stimmt. Den jeder fährt. Ja. Okay, ich verstehe ihn nicht so. Und irgendwie bin ich dann nach 2 Jahren auf das Auto gekommen. Das Auto an sich kaufen ist ja nochmal so eine Sache und dann muss ich sagen, okay, ich mache das ich finde das, ja. Manche, die sagen, ja, ich mache einfach nur schöne Felgen drauf, ein bisschen tief und gut ist. Manche machen hier einen Turbo-Umbau, kannst ja alles machen. Ja, so. Fährst du aber daily, ne? Nee. Ich fahre nicht daily. Nicht mehr. Okay. Ja, Luftfahrwerk will ich noch reinmachen, Felgen, Abgasanlage. Und dann ist er eigentlich für mich. Eigentlich. Das ist immer so ein Ding, ne? Eigentlich. In Ordnung. Du hast das schon so ein paar Sachen. So Maxen. Ist alles von Maxen? Ja, die Lippen sind komplett, ja. Ducktail habe ich mir geholt. Abgasanlage, hast du auch getan? Noch nicht. Bestelle ich mir heute Abend. Heute Abend? Ja. Was willst du? Runter mal. Die heißt Rohr. Die heißt wirklich Rohr. Rohr. Ja. Also R-O-A-R. Genau. Ja. Kenn ich tatsächlich. Ja. Nice. Was ist ein Gewindefahrwerk drin oder? Nein. Federn? Nur Federn drin. Aber dafür geht's eigentlich, ne? Für Federn dafür, ist schon... Dafür, ich habe vorne halt wirklich schon echt Probleme.
Der Philipp ist sehr tief kommt. Nice. Mhm. Zeig mal kurz Instagram, da können ich die ganzen Leute verfolgen. So. Okay, wenn ihr Bock habt, die da mal auszuchecken, checkt das gerne mal aus. Und dann, danke auf jeden Fall. Kein Problem, gut. Nice. Dann viel Erfolg noch beim Tuning dieses Kfz. Danke. Das war's von heute. Es war sehr kurz. Das Video ist wahrscheinlich gar nicht so kurz, aber wir waren sehr kurz hier. Wir haben aber relativ viel Content gesammelt. Deswegen fahren wir jetzt wieder nach Hause, denn wir haben heute Abend noch was vor. Leute, ansonsten bleibt alles dort auf der Straße. Wir sehen uns im nächsten Video. Gute Nacht.